Ah, es geht weiter bei unserem Pfeiletest hier. Und zwar, ich habe mir auf Amazon Elong Bolzen geholt. Elong in unterschiedlichen Farben, wobei die sind meiner Meinung nach baugleich. Ich gebe der billigen Eigenwerbung den Link auf Amazon, wo du die bekommen kannst. Und wir werden jetzt einmal ein bisschen schießen und ein bisschen schauen. Und wenn dir das irgendwie interessiert, bleibst dran. Hallo, willkommen aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf aldola.at. Die Sonne geht auf. Ich habe also nicht mehr viel Zeit, hier mit der Armbrust zu schießen, weil dann wird es da so hell, dass es einfach nicht mehr lustig ist. Wir schießen mit den Longpfeilen und zwar heute mit der Alligator und zwar mit einem 3D gedruckten Magazinaufsatz. Billige Eigenwerbung, alles das. Die Alligator und auch den Aufsatz. Die Longpfeile natürlich nicht, aber unseren Aufsatz, das gibt es bei mir im Shop. Und jetzt legen wir los. Haha, gestatten wir ein bisschen billige Eigenwerbung. Nein, Spaß beiseite. Die werden so geliefert. Das Ganze sind Aluminiumbolzen. Ja, Aluminiumbolzen, aber hinten die Wands sind auch aus Kunststoff. Das ist so diese alte Liga, die es sozusagen gegeben hat. Die gibt in Rot, beziehungsweise hier jetzt auch in Gold. Die werden wir auch auspacken. Und eines möchte ich dir gleich dazu sagen. Bitte beim Auspacken aufpassen. Warum? Weil eigentlich sind das Messer. Ja, solche Broadheads sind eigentlich Messer. Ich bin ja ein bisschen messerverrückt, aber die sind so scharf. Ich habe mich schon einige Mal bei den Broadheads verletzt. Und also jetzt nicht unbedingt bei denen, aber beim Auspacken. Und das geht so schnell. Und daher mag ich diese Warnung aussprechen. Hier sieht man es sehr, sehr schön. Aluschaft. Hier hinten diese Kunststoffteile. Wenn ich jetzt sage, ich schieße mit einer Einzelschussarmbrust, auch hier eine Alligator, dann ist das alles cool, dann ist das alles wunderbar. Ja. Das sehe ich dabei auch überhaupt kein Thema. Beim Magazin ist es halt so, wenn das irgendwie verbogen ist, wenn dieser Teil hier hinten, und das kann schon mal passieren, verbogen ist, dann kann es zu Fehlfunktionen kommen. Aber wurscht, wir probieren das ganz einfach jetzt aus. So, dann laden wir mal rein, den Broadhead. Wie gesagt, aufpassen. Das ist jetzt keine, das ist jetzt nichts Spezielles für bei Elong. Den Magazinarmbrüsten kann man vielleicht auch noch drüber nachdenken, ob man die Verschraubung von diesen Teilen nach oben schauen lässt. Wegen, ja, warum? Wegen der Sehne. Ja, kann man insgesamt natürlich tun. Aber ja, schauen wir einfach einmal. Gut, die Bolzen sind jetzt eingelegt. Jetzt probieren wir einfach mal. So. Weiß nicht, 10 Meter oder so irgendwas. Und natürlich Schutzbrille tragen, besonders bei solchen Teilen, wo ich nicht genau weiß, wie das auch wirklich ausschaut. Jetzt schauen wir mal. Ich schieße mit Kimmel und Korn, also nichts mit Leuchtpunktvisier oder sonst irgendwas Schönes, sondern einfach nur mal Kimmel, Korn. Schauen wir mal, wo es hingeht. Boah! Und es ist genau das passiert. Der hintere Teil von dem Bolzen, pup, ist weggeflogen. Das gibt es ja gar nicht. Noch einmal. Da muss ich ein bisschen höher halten. Ach so, da muss man. Ah. Aber jetzt, bei der Alligator ist es nämlich so, ich meine, ich könnte diese automatische Sicherung auch rausschlagen, aber ja, ich bin das jetzt nicht mehr gewohnt, weil für die Flat haben wir ein Speed-Shooting-Kit, selber im 3D-Druck, und bei der Simpo Stinger ist das ja momentan auch nicht so, dass es eine Sicherung gibt. Ja, und schon wieder. Ich muss das mit der Kamera umstellen, damit ich das einfangen kann. Die hinteren Teile fallen weg. So, ich bin jetzt draufgegangen zum Ziel. Und zwar schon her. Das ist genau der Punkt. Das ist abgerissen. Ich habe beim Schießen jetzt gesehen, dass dieser hintere Teil weggeflogen ist. Da, hier ist das jetzt nicht der Fall. Ja, das passt. Aber bei dem und bei dem zweiten. Und das muss irgendwo jetzt da drinnen liegen. Das ist natürlich jetzt unangenehm, weil ich sehe jetzt den Schaft gar nicht mehr. Ja. Der Schaft ist jetzt irgendwo in der Erde. Die Wands sind weggeflogen. Also das ist ein Daumen nach unten, echt jetzt. Jetzt im Herbst ist das gar nicht so einfach zu finden, weil die Blätter schon herunter liegen, teilweise auch gelb sind. Ich werde mich auf die Suche machen. Aber das ist ein Schaf. So, da liegt er. Da ist es hergeflogen, das Teil. Genau da. Abgerissen. Beim ersten Schuss hatte ich jetzt Angst, dass der im Boden steckt. Da habe ich den Haltepunkt noch nicht gesehen. Also der ist da unten rein geflogen. Da unten steckt er drin. Und auch bei dem, ja, ist jetzt diese Bogenendkappe weggeflogen. Werde ich noch suchen. Habe jetzt noch nicht gefunden. Bei den schwarzen habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Also es war bei beiden gelben, dass es abbrochen ist. Also die kann ich schon einmal sagen, wie so eine Schaß. Pfui.
Das Blöde ist, ich habe heute nur eine Kamera da. Das heißt, ich kann nicht einmal schießen und einmal hier eine herstellen. Das heißt, ich stelle jetzt diese Kamera da ein, schieße mit den letzten gelben, ich habe ja drei gelbe gehabt, da jetzt her und wir werden sehen, ob wir das nachstellen können. So, die Position habe ich jetzt gewählt. Ich versuche da irgendwo herzuschießen. Dann werden wir sehen, ob die Wains wieder wegfliegen. Ja, und natürlich ist weggeflogen. Also sagen wir es, wie es ist. Diese Elong goldenen Bolzen mit den gelben Wains sind, zumindest in der Charge, ein Schaß mit Quasteln. Jetzt sagen wir es gemeinsam. Ein Schaß mit Quasteln. Das gibt's ja nicht. Gut, die zwei roten sind ja ganz geblieben. Jetzt schieße ich noch ein paar Mal hierher. Ich lasse auch gleich die Kamera da jetzt an der Stelle stehen und laufen. Und dann schauen wir, ob das hier auch passiert. Ah, schau her, jetzt wünschte ich mir, die Kamera wäre oben gestanden. Schau, was passiert ist. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen gespannt. Siehst du hier, da ist noch eine Spannung, Restspannung drauf. Der Bolzen ist abgebrochen und zwar genau hier an der Stelle. Ich mache das jetzt, weil es eh wurscht ist. Da ist der Bolzen abgebrochen. Der vordere Teil steckt da jetzt drin und hält die Sehne. Und die Wains hinten, die liegen jetzt in dem Magazin. So, drehen wir mal um. Da, genau. Und hier habe ich jetzt den Bolzen. So, ist das natürlich ein Schaß. So, ist eh gesichert, genau. Jetzt steckt, der steckt da. Der steckt im Magazin drin. Der steckt hier vorne. Da drin steckt er. Na, so ein Klumpert. Das ist natürlich eine ganz unangenehme und total sicherheitsbedenkliche Situation, denn jetzt steckt hier der Bolzen, da sieht man es noch, da an der Stelle, da sieht man es. Ja. Wie gesagt, ich bin im Buschkraftareal.at, hier ist ein Pfeilfang, es ist ja niemand, also wird hier jetzt niemand gefährdet, aber dennoch ist das also eine ganz unangenehme Situation, weil jetzt steckt der Bolzen da drin. Der hat sich jetzt dann noch verdreht und steckt im Magazin. Also ich werde den jetzt dann nachher rausarbeiten. Aber eines kann ich natürlich schon sagen. Diese Elong-Bolzen sind Schrott. Ja, sind einfach Schrott. Und unabhängig davon, ob das jetzt Broadheads sind oder Bodkins, die gibt es ja in vielen Ausführungen, die sind einfach ein Klumpert. Vielleicht ist das jetzt nur diese eine Charge gewesen. Aber Hand aufs Herz, ich habe jetzt schon vieles getestet. Ich habe Simbo getestet. S&K-Bolzen, die Yak-Bolzen von Yak Archery, von der Terminator, dann hier die Gogan-Bolzen vom Jörg Sprave und natürlich auch Bolzmaster und so, ja, ist eh ganz klar. Und auch die EK-Bolzen jetzt zum Beispiel, die hier, ja. So ein Schaß ist man noch nie unterkommen, ja, das war alles in Ordnung bis jetzt, aber das, bitte Hände weg davon. Also ich kann das nicht empfehlen und ich werde damit auch nichts mehr tun. Jetzt versuche das rauszuarbeiten, schreib mir deine Erfahrungen mit dem ganzen Teil und sowieso und überhaupt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Reini, was ist, wenn du das Ganze in eine Einzelschussarmbrust reingebaut hättest? Da könnte ich sagen, okay, eine Einzelschussarmbrust habe ich eingebaut, aber ich glaube, dass das nicht der Punkt ist. Denn auch wenn ich mit einer Einzelschussarmbrust hier schieße, sobald ich das Ziel treffe, passiert ja genau dasselbe. Und jetzt kann man sagen, das, was jetzt im Magazin passiert ist, das würde bei einer Einzelschussarmbrust nicht passieren. Stimmt, da gebe ich dir recht. Aber allein beim Hinschießen, wenn man die Wains davonfliegen, finde ich das schon, wie soll ich sagen, ein bisschen an Schaß mit Quasteln. Daher, liebe Leute, groß und klein, kauft euch gute Pfeile ein. Und diese Elong-Bolzen, da kann ich gleich dazu sagen, da würde ich die Finger davon lassen. Ich gebe dir den Link zu all meinen Produkten und all zu dem, was ich schon getestet habe und zu Alligator und zu dem Magazin und zu anderen Armbrüsten und sowieso und überhaupt. Den René Rossmann, viel Spaß beim Armbrustschießen, aber immer aufpassen und keine Billigpfeile kaufen.